Heute haben wir uns was Lustiges ausgedacht. Was besonders Lustiges? Heute gibt es Krümelmonster. Ja. Yay. Oh, und wir randalieren schon ein bisschen. Genau, umgefallene Mixer gibt es gratis. Genau, ihr seht die Zutaten schon. Ihr kennt das ja wahrscheinlich schon von unserem Cupcake-Video, wo wir die Aufleger gemacht haben mit den Karotten und mit den Hasenpopos. Genau. Das machen wir natürlich jetzt wieder. Lassen das jetzt einmal im Schnelldurchlauf durchrattern. Selbes Grundrezept, nur mit Lebensmitteln. Genau. Wenn ihr das nochmal sehen wollt in Normalaufnahme, dann wie gesagt, guckt euch nochmal das Video an mit der Cupcake-Basis und den Auflegern. Dann könnt ihr es quasi nochmal mit allen Erklärungen sehen. Aber ansonsten würde ich jetzt quasi wieder meinen Platz hinter der Kamera einnehmen. Genau, und wir starten. Und ihr startet und wie gesagt, ab jetzt lasse ich es euch einmal im Schnelldurchgang und wir starten ab dem Zeitpunkt, wo unsere Cupcakes fertig gebacken auf dem Tisch liegen und dann geht es quasi in normaler Geschwindigkeit weiter. Genau. Schauen wir mal. Genau, was wir verteilen jetzt hier mal noch ein bisschen den Rest. Genau, ganz wichtig ist, dass es wirklich bis oben gefüllt ist, dass die eine schöne Kuppel kriegen. Genau. Bei den Krümelmonstern natürlich. Weil der braucht ja auch einen Kopf. Ja. Und der Kopf ist quasi das, was da oben rauskommt. Das hier oder das? Das heißt, die Maike füllt jetzt gerade noch die letzten Reste so ein, dass wir auf jeden Fall einen richtigen Pilz oben drauf haben. Gesundheit. Und dann kommen die ab in den Ofen. Wie lange kommen die denn in den Ofen? So 20 bis 25 Minuten, je nachdem. Jeder Ofen ist anders. Bei uns reichen 20 Minuten, aber ich würde nach 20 Minuten auf jeden Fall mal danach gucken. Ein gutes Zeichen ist übrigens, wenn ihr auf die Cupcakes drauf tippt und die kommen direkt wieder hochgeploppt, dann sind sie durch. Wenn sie unten bleiben, sind sie innen drin noch nicht durch. Jetzt aber. Na, also jetzt sind sie wirklich gut gefüllt und so. Und tun wir sie jetzt einmal in den Ofen und melden uns, wie gesagt, gleich nochmal, wenn sie gebacken sind. Bis dann. Bis dann. Hier sind wir wieder. Da seid ihr wieder, genau. Wir machen jetzt die Vorbereitung für Krümelmonster-Muffins. Die werden total cool, aber da die ja blau sein müssen, brauchen wir Kokosraspeln blau eingefärbt. Kokosraspeln, Moment, ich muss haben wir jetzt schon mal in Schüsseln umgefüllt. Das war eine Tüte einfach aufgeteilt auf zwei Schüsseln. Dann brauchen wir blaue Lebensmittelfarbe. Sowas hier. Pastenfarbe. Genau, das ist eine Pastenfarbe. Ja. Die werden wir mit, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier ist so ein Esslöffel Wasser ungefähr drin. Nicht viel? Ja. Damit werden wir die ein bisschen anlösen, weil ansonsten ist die einfach zu fest. Das heißt, man könnte theoretisch auch diese flüssige aus dem Supermarkt nehmen? Theoretisch könnte man auch die flüssige nehmen. Also wo wir normalerweise sagen, bitte niemals die flüssige aus dem Supermarkt, sagen wir diesmal, wenn ihr die nehmen wollt. Könnt ihr sie ausnahmsweise nutzen. Ist es nicht schlimm. Genau. Lohnt sich jetzt aber nicht, die extra anzuschaffen. So. So sieht das aus. Bisschen flüssiger gemacht. Ihr dürft auch mal gucken. Sieht das richtig aus. Ich abgepackt. So, ich mach das mal mit dem Löffel. Lustig, schau mal. Mit den Händen oder mit dem Löffel? Mit den Händen. Du mal? Darf ich hier? Ihr dürft. Warte, ich schütte ja auch noch den Rest rein. So. Ich komm mal rum, dass wir das mal von nahen betrachten können. Die werden richtig schön blau. So. Je weniger Flüssigkeit, desto schneller sind die natürlich nachher auch wieder trocken und verwendbar. Mama, ja. Sehr gut. Müsst ihr richtig gut verkneten, dass die alle blau werden. Jetzt haben wir hier ein Tablett stehen. Wieso steht das denn da, Maike? Wir haben schon mal ein Tablett vorbereitet. Ihr könnt auch ein Backblech nehmen oder was auch immer ihr flach habt. Und ganz wichtig, entweder Frischhaltefolie oder Backpapier drauflegen, weil ansonsten dürfte das auch schön bunt werden. Nee, dann wird das nichts. So, und ich glaube, ich gebe euch noch mal ein bisschen mehr Farbe.
Beziehungsweise ich mache hier einfach noch mal ein bisschen Wasser dran. Ich bin gleich zurück. Und wir gucken mal. Meins ist ein bisschen heller. Das ist ein bisschen heller. Das ist ein bisschen dunkel. Aber ist voll schön. Ist auch toll zum Verzieren von Keksen und Cupcakes, oder? Und wenn man das aber auch so lässt, dann ist es auch voll schön. Ja. Einmal. Ich hörte noch auf dir. Ich habe ganz wenig. Ja, das stimmt. Hier ist noch Farbe dran, vielleicht können wir die auch noch benutzen. Ich glaube, das reicht. Also hier sieht man auch mal, wie intensiv diese Pastenfarben sind. Ich habe jetzt tatsächlich nur noch ein bisschen Wasser dran getan. Ah. Und es ist immer noch satt dunkelblau, obwohl die Farbe eigentlich babyblau ist. Ja. Die sind Mama, wirklich sehr, sehr intensiv. Noch so ja, weiter kneten. Aber da kann tatsächlich noch ein bisschen was rein. Also das ist so ein Gefühlsding. Lieber erstmal ein bisschen weniger. Wie man es will. Direkt zu viel. Die Blaufarbe, die man will. Genau. Und dann da kann man sich so mischen, wie man das kann. So ein schönes Krümelmonsterblau. Und selbstverständlich legen wir euch wieder eine Packung Kokosflocken und Farbe dazu. Ein Schüsselchen habt ihr ja bestimmt zu Hause und Wasser auch. Meldet euch, wenn ihr kein Wasser habt, dann bringen wir euch das mit. Aber genau. Und die Handschuhe. Und Handschuhe, ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig, die Handschuhe. Sonst hat ihr danach ganz, ganz blau. Da seht ihr aus wie Schlümpfe. Also die Farbe geht echt schwer weg. Wenn doch mal was an die Hände kommt, ist ein Geheimtipp Waschpulver. Dann sieht man aus wie ein Schlumpf oder eine Schlumpfine. Das sieht doch schon sehr deutend besser aus. Ich glaube auch. Wollen wir das so lassen? Das ist doch Krümelmonsterblau, oder? So, dann stelle ich euch das in die Mitte. Das könnt ihr jetzt mal vorsichtig am besten nacheinander da drauf kippen. Nee, nicht kneten. Einfach wirklich drauf kippen. Oh, unsere Cupcakes sind fertig. Ja, ich gehe mal gerade zum Ofen und lasse die raus. Und in der Zeit verteilt ihr das dann mit eurem Löffel schön auf dem Tablett, dass es möglichst flach ist, ne? Genau, in der Zeit verfolgen wir mal, was hier so passiert. Ich finde das ja richtig toll, wie ihr das macht, wirklich. Ist auch ganz einfach. Ganz also einfach. Man braucht einfach eine Kokosraspeln gefärbt. Mhm. Und ein Tablett. Je nachdem das Blau. Oder das je nachdem, welche Farbe man gerne hätte. Man kann das natürlich auch mit anderen Farben machen. Man kann das natürlich auch in Pink und Grün und Blau und Rot so wie hier. Schönes Blau. Eben, es gibt ja bestimmt noch ein paar andere Figuren, die ein Fell haben. Oder einfach kreative Leute, die auch andere Farben als Krümelmonster machen. Mir ist wichtig, nicht so fest drücken, sondern wirklich locker, dass das trocknen kann. Dass die Flüssigkeit wieder ganz gut daraus ziehen kann, die wir jetzt durch die Farbe da hinzugefügt haben. Und, und was machen wir jetzt damit? Das stellen wir jetzt einfach, das lassen wir einfach in der Luft stehen. Also ich würde das immer zuerst machen und dann eben die Cupcakes backen. Und in der Zeit kann das schön an der Luft trocknen. Und wir kümmern uns um die Augen. Ja! Genau. Sehr gut. Dann geben wir das einmal. Und dann räumen wir jetzt einmal kurz auf, genau, oder? Wir machen einmal sauber, hier ist ja alles blau. Und dann melden wir uns gleich wieder. Genau. Bis dann. Hallo. Wir sind wieder da. Hallo. So, unsere Krümelmonster brauchen Augen. Wie groß müssen die denn sein? Wir machen die aus Fondant. Ungefähr so müssen die Augen sein. Weißes und schwarzes, ja, so groß, damit wir die dann auf die Muffins kleben können. Ihr seid Quatschnasen, ihr zwei. So, wir teilen das jetzt einmal. Und dann könnt ihr daraus erstmal so eine lange Rolle machen. Erstmal weiß. Dann schauen wir doch mal. Eine kleine weiße Fondant-Wurst. Na, die ist ein bisschen kurz. Eine Wurst. Noch länger eine Wurst. So dick wie euer Daumen ungefähr soll die sein. Mein Daumen ist nicht so dick. Genau. Meine aber. Meine wäre keine gute Preffer. Ja, keine gute. Na, ja, sag schon. Also so ich weiß schon. Ein Kinderdaumen. Okay, das reicht. So. Ja, so ungefähr. Ihr habt halt krumme Daumen. Ist nicht so schlimm. So. Und jetzt? Ich zeig's einmal. Moment, ich komm mal näher ran. Dazu. So, jetzt schneiden wir hier so Stückchen ab. Ungefähr gleich groß. So. Aus denen machen wir Kugeln. Das ist sozusagen der Augapfel. Immer zwei. Ja? Ja. Boah, Marie, das ist ja ein Riesenauge. Ein Riesenauge, das stimmt. So. Ungefähr so gleich groß. Und dann nehmt ihr euch von dem schwarzen, das könnt ihr auch einmal so rollen, dann habt ihr es einfacher. Wirklich nur so ein kleines. Und macht daraus
auch so eine runde Kugel. Das war schon zu viel. So. Und die setzen wir dann hier drauf. Das kann man gerade machen. Das kann man auch ein bisschen versetzt machen. Dann schielt das Krümelmonster. Sieht auch immer ganz lustig aus. So, und davon brauchen wir jetzt... Sechs Paare von jedem Kind. Also 12 Mal. Also jeder 12 Kugeln mit so... Ich habe genau hier. Die sind hier. Die kommen dann später da drauf. Ja, so ein bisschen ungleich ist bei einem Krümelmonster ja gar nicht so schlecht. Nee, Krümelmonster. So guckt das Krümel. Wie guckt das Krümelmonster? Wie guckt das? Das muss doch eigentlich ganz glücklich gucken. Weil. Kekse! Genau. Mhm. Kekse! Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Genau. Jetzt erstmal lecker Augen. Und ich würde sagen, das lassen wir wieder ein bisschen schneller laufen. Ansonsten. So, wir sind jetzt in den letzten Zügen unserer Augen und räumen natürlich mal wieder auf. Das ist unsere Lieblingsbeschäftigung, aufräumen. Und dann melden wir uns gleich wieder rein. Bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir wieder zurück und haben einmal unsere backenden Cupcakes. Wir haben hier Cookies, die haben wir gekauft. Können natürlich auch selber machen oder einen anderen Keks benutzen. Da sind die Augen, die Mädels erst gemacht haben. Und da unsere tollen blauen Kokoskrümel. Und wir haben hier, was genau, liebe Maike? Wir haben jetzt eine Buttercreme, eine ganz normale Vanillebuttercreme rein. Da kann man aber eigentlich alles nehmen. Zur Not könnt ihr sogar Frischkäse nehmen. Das ist eigentlich egal. Das ist nur, um das Ganze oberflächlich ein bisschen glatt zu kriegen, damit wir eine schöne Kuppel hinbekommen. Und irgendwas haben... wo der Keks nachher hält. Ich zeige das jetzt einmal, wie das funktioniert und dann macht ihr die fertig, okay? Ja? Gut, also. Ich versuche jetzt hier Nahaufnahme. So eine relativ flache... Oh, entschuldige. Ich versuche der Marie den Spritzbeutel in die Haare zu schmieren und einen Grund dafür zu haben. Genau. So, also. Mit einem Löffel ruhig noch ein bisschen flach drücken. Dass das wirklich so eine kleine Kuppel ist. Braucht man gar nicht so viel von der Creme für. Und dann mal gucken. Hält. So. Genau. Und jetzt einmal, natürlich nicht während es drin steckt, drehen, sondern so vorsichtig wälzen. Das heißt, man muss die Creme gar nicht einfärben, sondern... Nee, genau. So, dann sieht es so aus. Ich stelle jetzt mal die Schüssel weg und stelle das hier vorne hin, damit ihr das sehen könnt, was ich da mache. Das holen wir. Dann nehmen wir einmal einen Keks. So, und Dankeschön. Dahinter befestigen wir die Augen. So. Sehr süß. Und fertig ist das erste Krümelmonster. Wunderschön. So, Mädels, habt ihr zugeguckt? Mhm. Ja. Kriegt ihr das hin? Ja. Na dann, auf geht's. Wir haben hier schon mal 2 Spritzbeutel für euch zur Seite gestellt. Und dann legt los. Oben schön zuhalten. Und kannst du 2-3 Mal drehen oben, dann kommt auch oben nichts mehr raus. Genau, und ihr könnt den Cupcake auch ruhig stehen lassen. Ihr müsst den nicht in die Hand nehmen und nicht so viel drauf machen. Sehr gut. So, mit dem Löffel. Super. Ist ja auch super gemacht. Guck an. Genau, dass es schön glatt wird. Guck mal, du kannst... Warte mal, ich zeig dir kurz was. Geht das so? Das geht so, genau. Genau, ich würde es hier noch ein bisschen kuppelig runterschmieren, dass das wirklich bis zum Rand geht. Guck mal, wie sie Maike das macht. Guck mal, wenn du den Löffel so nimmst, dann kriegst du das automatisch. Okay, ich habe eh noch ein bisschen hier. Ja, genau. So. Und du kannst schon anfangen, erstmal die Probe machen, ob es auch hält. Hält. Gut. Dann ganz vorsichtig immer mal hochheben zwischendurch. So. Hält. Ja, anheben.
mal, hier fehlt noch was. Und dann immer wieder so eintunken. Nur nicht zu dolle, weil ansonsten geht die Creme irgendwann ab. Genau. Es hat eine Nase gekriegt. Ja, das kommt, wenn man das nicht anhebt beim Drehen. Das jetzt mal damit. Aber das Gute ist, die Creme gibt ja ein bisschen nach, die kann man hinterher noch ein bisschen... So, jetzt darf die Marie und du kannst den schon dekorieren. Also einmal rein, genau. Genau, und immer anheben. Vorsichtig andrücken, genau. Genau, prima. Guck nach da. So. Mein Krümelmonster guckt nach darüber. Ein schielendes guckt nach darüber. Guck mal, Marie, mein schielendes Krümelmonster. So, die jetzt gebe ich dir mal die Kekse rüber. Süß. Also. Okay. Mama, ich habe ich glaube, andersrum wäre besser. Wie andersrum? Mal, dass der Keks nach vorne schaut. So rum, guck. So. Okay. Und dahinter machst du die Augen. Mhm. So, dann nehme ich mal die zwei Süßen. Die zwei Süßen? Das ist irgendwie so ein Viereck geworden. Prima, und jetzt ordentlich mit dem Löffel. Super. So, und so sollen die später aussehen. Na dann. Hauen wir euch wieder einen Schnelldurchlauf rein. Hauen wir euch, glaube ich, wieder einen Schnelldurchlauf rein, weil wie es geht, habt ihr jetzt gesehen. Die fertigen Krümelmonster könnt ihr ja, Moment, ich klaue mal ein. So, hier und hier. Das war zu viel. Dann mache ich das mal hier. So, und dann gucken wir doch mal. Unsere Krümelmonster AG wächst. Die wächst jetzt, genau. So. Und wie gesagt, ich schalte euch wieder in den Schnelldurchlauf und dann sehen wir das Ergebnis nochmal in der Aufnahme. Wir uns doch mal die Armee hier an. Mhm. Nicht schlecht. Darf ich vorstellen? Punker-Krümelmonster. Punker-Krümelmonster. Punker-Monster, das ist mein Punker. Mhm. Der hat ein leichtes Sichtproblem eine hier. Eine Punker-Ente. Aber ansonsten muss ich sagen, echt gut gemacht. Hat Spaß gemacht. Der hier hat so an der Seite und der hat die Kekse schon fast aufgegessen. Okay. Also, hat Spaß gemacht, oder? Ja. Wollt ihr mal einen probieren? Mhm. Na dann, los geht's. Welchen denn? Also, ich glaube, wir lassen es uns jetzt mal schmecken, oder? Ja, wir warten mal, dass wir was abkriegen. Das bin ich mir auch noch nicht so richtig sicher. So. Oh je, welches Krümelmonster? Ich nehme den, weil der hat hier hinten irgendwie... Auspacken und reinbeißen, wir wollen wissen, wie die schmecken. Genau. Ob die überhaupt schmecken. Ob die überhaupt schmecken. Was ihr da so gemacht habt. So. Müssen wir die Augen mit essen? Nein. Magst du dich vielleicht genug? Nimm dir die Augäpfel mal raus, lieber Krümelmonster. Müssen wir die Augen mit essen? Ja, ich mag Krümelmonster. Was? Mm. Das ist ja purer Zucker. Das stört euch doch sonst nicht. Sehr gut. Also wie gesagt, ihr Lieben. Probiert mal. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Die Kinder hatten auf jeden Fall Spaß. Und schmecken mal gucken. Die denn jetzt? Ihr auch? Das ist noch gar nicht so richtig. Auf jeden Fall haben wir ausprobiert. Die sind richtig lecker. Mmh. Lecker. Sehr gut. Also Qualitätsurteil gut. Sehr gut. Mhm. Hervorragend. Mhm. Dann sagt noch tschüss. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.